Guten Tag an die Geräte zu Hause. Mein Name ist Christian Schlegel. Hallo und willkommen alle Freunde des goldenen Glanzstückes. In dieser Analyse heute geht es erneut ums Gold. Es ist 2 Wochen her. Wir haben Donnerstag, den 28. Februar. Hello. 18.27 Uhr. Das hier ist ein bisschen so der Langfristchart seit 2016. Dieser Trend hier ist der Downtrend, den wir haben seit Ende 2011, wo das Gold um die 1900 stand. So, im letzten Film, ich hole es mal ein bisschen näher ran, ging es darum, ich sagte, wenn wir die 1323 überbieten, das war dieser Punkt hier, sollte eine schnelle Bewegung kommen. Die kam, das ist in Ordnung, ich hätte mir gewünscht, dass sie bis 50 geht, hat sie nicht getan. Wir haben dann hier so eine Art Shootingstar gehabt, außerhalb des Bandes, rein in das Band. Ja. Von daher durfte er hier bremsen, aber ganz ehrlich, ich hätte jetzt auch nicht gedacht, dass er gleich jetzt wieder hier runterkommt und im Moment mit der 1314 spielt. Tut er aber. Ja, die Börse macht, was sie will, auch das Gold. Ich habe hier nochmal eine andere Linie reingemacht. Das hier ist der 200-Tage gleitende Durchschnitt. Jetzt gehe ich mal wieder ein bisschen zurück im Chart. Und das hier ist der 100er. Der eine oder andere bezeichnet es als Golden Cross. Ich kenne das auch mit 250-Tage-Linie. Überlasse ich Ihnen, was für Sie das Golden ist in der Geschichte. Tatsächlich ist der durch. Das heißt, es ist ein längerfristiger Trend, der da durch ist. Ich persönlich gebe da nicht so viel drauf. Das ist mir einfach zu langfristig. Ja, das ist was für den guten Warren, aber das ist nichts für mich. Also wieder zurück. Kurzfristig ist tatsächlich ist das MACD sowohl auf traditionelle als auch auf moderne Sichtweise negativ und der Oszillator auch noch. Ich würde es mir wünschen, dass bei diesen relativ engen Bändern das Gold nochmal runtergeht auf die 1300 und sich dann hier verbindet, sowohl mit diesem ganz langen Downtrend von 2011 als auch mit dem unteren Band. Das sind nämlich auch verschiedene Chartpunkte. Dabei ist es mir völlig egal, ob ihr 1302 oder 1298 sind. Dieser Bereich hier ist für mich so eine Art Comfort Zone. Das hier. Und der geht durchaus runter bis 1290. Der letzte Schein, den ich Ihnen da genannt hatte, war ein 1290er. Und vom Tief zum Hoch war das eine Range von 1,45 zu 5,15. Bei 1323 war dieser Schein bei 3,17 und ging innerhalb von 24 Stunden hoch auf 5,17. Das ist nicht zu unterschätzen. Ja, die Hebel, die ich nenne, sind meistens groß. Also wie auch immer. Jetzt haben wir hier diese Komfortzone und da darf es eintauchen. Ich fände es fantastisch, wenn es das täte. Ob es das tut, müssen wir mal schauen. Ich habe auf jeden Fall folgende Scheine dabei, die sich unbedingt mal auf die Watchlist packen müssen. Der eine ist grundsätzlich etwas konservativer. Der liegt noch hier drunter. Der liegt bei 1272,63, ein Open-End-Schein von Goldman Sachs. Das heißt, jeden Tag wird die Basis ein wenig angepasst. Da sind wir ungefähr hier, oder ziemlich genau hier. Das ist der eine. Das ist für den Fall, wenn wir da runtergehen und hier halten, wäre das ein schöner Schein. Der hat momentan einen Hebel von 30 und hat die Kennnummer GA1Y49. Der in dem Moment, in dem wir hier runtergehen, hat der schon ordentlich Drehzahl. Wir können es aber noch ein bisschen übertreiben. Für die Watchlist. Ich nehme mal den Hebel hoch und zwar hier auf 45. Wenn meine Theorie richtig ist und wir hoffentlich auf diesen Trend gehen, ist dieser Schein hier durchaus interessant. Das sind 1286er. Da sind wir hier am unteren Punkt von diesem kleinen Kästchen. 1286 hat dann einen 45er Hebel. Auch von Goldman, auch Open End, die GA1 VP1. Also den packe ich mir auf jeden Fall auf die Watchlist. Es kann sein, dass der gekillt wird. Das ist durchaus, liegt das im Rahmen des Möglichen innerhalb einer schnellen Bewegung. Aber der vorher genannte 1272er, den halte ich auch für hochinteressant. Beide gehören auf die Watchlist. Je nachdem, was Sie für eine Risikobereitschaft haben. Schauen wir mal nach Short. Short muss hier drüber liegen. Und Short heißt, bei einem Hebel auch von 41 in diesem Fall, liegen wir trotzdem noch hier hinter. Bei 1347. Das ist für die Hartgesottenen unter Ihnen, die der Meinung sind, jawohl, wir werden das sehen und das ist sowieso das Top und alles geht nach unten und überhaupt. Wir treffen die 200-Tage-Linie wieder.
Ist nicht meine Meinung, ist trotzdem ein hochinteressanter Schein, weil er eben noch hinter diesem Shooting Star liegt. Das ist ebenfalls ein Open-End-Schein. Ebenfalls von Goldman Sachs und die Kennnummer GM18BC. GM18BC. Letzteren, ja, also ich tue mich schwer. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Gold wenigstens so Richtung 1375 gehen sollte. Ich bin nicht so negativ. Würde mich allerdings wirklich freuen, wenn wir diesen Bereich hier, diese Comfort Zone, wenn wir die nochmal sehen könnten, dass ich dann nochmal ein bisschen billiger nochmal reinkomme. Ich wünsche euch ein Happy Trading und eine fette Beute. Bye, bye.